Wenn die Große Koalition wirklich kommt, dann dürfen sich vor allem aktuelle Rentner und Vorruheständler freuen. Denn für sie haben Union und SPD ein dickes Rentenpaket geschnürt. Wie aber sieht's für die Jüngeren aus? Jahr für Jahr erhalten Millionen Bundesbürger die sogenannte Renteninformation. Ein offizielles Schreiben, in dem zu lesen ist, mit welcher Rente man im Alter rechnen kann. Da steht dann zum Beispiel in einem Kasten rund 1.300 Euro. Und die allermeisten glauben, dass das tatsächlich die Summe ist, die ihnen im Alter zur Verfügung steht. Nur, das ist leider nicht der Fall. Plus minus über die gefährliche Rentenillusion. Feierabend für Diana Gehring. Die 32-Jährige arbeitet als Erzieherin in einer Stuttgarter Kita. Mit 2.700 Euro brutto verdient sie ein Durchschnittseinkommen. Trotz ihrer Zwillinge arbeitet die Alleinerziehende seit 10 Jahren Vollzeit, auch weil sie möglichst viel in die Rentenkasse einzahlen will. Einmal im Jahr bekommt sie Post von der gesetzlichen Rentenversicherung, die Renteninformation. Im Kästchen steht der Betrag, den sie zu erwarten hat, wenn sie weiterarbeitet wie bisher, 1.333 Euro. Es könnte mehr sein, aber es ist zumindest mal ein Anfang. Diana Gehring denkt, dass ihr die gesetzliche Rente demnach rund 75% ihres Nettogehaltes bringt. So zeigt sie es auf unserem Rentenschieber. Ja. Der renommierte Versicherungsexperte Peter Schramm hat für die ARD viele Rentenberechnungen analysiert. Wir bitten ihn, sich die Renteninformation von Diana Gehring genauer anzusehen. Bleibt es wirklich bei 1.333 Euro? Das ist nicht der tatsächliche Betrag. Das, was von der Rente übrig bleibt, sind ungefähr 970 Euro, wobei die dann versteuert werden. Jetzt das ist ein Schock. Diana Gehring droht im Alter ein drastischer Absturz. Im Moment hat sie 1.700 Euro netto. Im Alter soll es rund 1.300 Euro Rente geben, brutto. Davon bleiben aber real nur rund 950 Euro übrig. Damit läge sie 750 Euro unter ihrem jetzigen Nettolohn. Wenn man so ein mittleres Einkommen hat, dann landet man ungefähr auf dem Grundsicherungsniveau. Ja, das ist durchaus eine realistische Aussicht. Auch bei älteren Beschäftigten sieht es nicht viel besser aus. Wir sind bei Festo in Esslingen, Weltmarktführer für Automatisierungstechnik. Hubert Bauer ist Facharbeiter und hat noch 15 Jahre bis zur Rente. Seit seinem 17. Lebensjahr war er immer berufstätig. Aktuell als Industriemechaniker bei dem schwäbischen Hightech-Unternehmen. Von dort bringt er gutes Geld nach Hause. Im Moment bleiben ihm rund 2.500 Euro netto. Und laut Renteninformation kann er sich auf eine ordentliche Rente freuen. Ja, immerhin sind es 1.374 Euro, 84 Cent. Dann steht ja noch dazu, dass über die Rentenanpassung das noch beträchtlich höher ausfallen kann. Bei 1% sind wir schon über 1.500 Euro und bei 2% Anpassung sogar 1.770 Euro. Da muss man doch eigentlich zufrieden sein. Hubert Bauer denkt also, dass er mit der gesetzlichen Rente auf rund 60% seines Nettolohnes kommt. Doch selbst das ist viel zu optimistisch. Auch er wird deutlich weniger gesetzliche Rente bekommen. Heute verdient er 2.500 Euro netto. Die versprochenen 1.375 Euro gesetzliche Rente werden aber netto nur 990 Euro wert sein. Die Rentenlücke ist gigantisch. Der Betrag auf der Renteninfo wird netto 380 Euro geringer ausfallen. Da ist aber auch einiges abgegangen, ne? Kann das sein, also, dass es so viel ist, oder? Was in der Renteninfo noch nach viel aussieht, ist bei Renteneintritt deutlich weniger wert. Drei Faktoren schlagen zu Buche. Durch die zunehmende Besteuerung reduziert sich die Rente um bis zu 15%. Dazu kommen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, schon jetzt mehr als 10%. Schließlich die gesetzlich beschlossene Absenkung des Rentenniveaus, minus 12-18%. Wenn Sie all diese Faktoren zusammennehmen, dann wird auch der Normalverdiener im Prinzip runtergedrückt werden auf das Hartz-IV-Niveau. Wenn man 50 Jahre lang buckelt und auch noch einen relativ guten Verdienst hat und dann gerade nicht mal 1.000 Euro dann rauskommt, wie soll man sich da anders fühlen, wie verarscht? Ja, man geht eigentlich blauäugig in seine Rente. Also das ist eigentlich schon so.
wenn ich glaube, dass ich das habe, dann erwartet mich mein blaues Wunder, wenn ich tatsächlich in die Rente komme und dann knabbert man da irgendwo am Existenzminimum. Die offizielle Renteninformation, offenbar irreführend. Im Kästchen steht eine Bruttosumme. Nimmt man sie für bare Münze, ist man beruhigt. Zumal sogar noch hochgerechnet wird, was herauskommt, wenn die Rente regelmäßig steigt. Bis zu 2660 Euro. Doch Vorsicht! Eine ganz gefährliche Rentenillusion. Die Rentenillusion liegt darin, dass den Leuten heute quasi per Amt, vom Staat, wird ihnen ein Betrag in Euro genannt, den sie zu erwarten haben. Ein Betrag, den doch jeder von uns auf das, was ich mir heute für diesen Betrag kaufen kann, umrechnet. In Zukunft aber werden die Renten laut Gesetz grundsätzlich weniger stark steigen als die Löhne und so planmäßig an Wert verlieren. Den Leuten kann gar nicht klar sein, was dann in 20, 30 Jahren diese Zahl wirklich wert ist. Auf der Rückseite warnt die Rentenversicherung vor dem Kaufkraftverlust, sagt, der Betrag auf der Vorderseite wird real deutlich weniger wert sein als heute. Dass davon außerdem noch Steuern und Sozialabgaben weggehen, wird zwar gesagt, allerdings nicht vorgerechnet. Dazu fehlen ihr die Daten und allgemeine Beispiele seien irreführend, sagt die Rentenversicherung. Und weiter? Die Renteninformation liefert ein realistisches Bild der zu erwartenden Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung, soweit dies aus heutiger Sicht möglich ist. Professor Stefan Sell dagegen meint, man habe gute Gründe, den Leuten nicht die bittere Rentenwahrheit zu sagen. Wenn das den Leuten transparent gemacht werden würde, dann würde natürlich der gesamte Legitimationsunterbau der gesetzlichen Rentenversicherung in sich zusammenbrechen. Weil die Leute würden zu Recht eine ganz simple Frage stellen, warum soll ich in so ein System noch einzahlen, und zwar teilweise erhebliche, relativ erhebliche Beiträge von meinem Einkommen, wenn ich eh nur eine Leistung bekomme, die also der Grundsicherung entspricht. Rund 324.000 Euro werden Hubert Bauer und seine Arbeitgeber nach 50 Arbeitsjahren in die Rentenkasse eingezahlt haben. Am Ende wird er trotzdem nicht viel mehr haben als jemand, der im Alter auf Sozialhilfe angewiesen ist und nie einen Cent eingezahlt hat. Tja, die deutsche Rentenversicherung, die wir mit unseren Zahlen konfrontiert haben, sieht keinen Anlass für Kritik. In der Renteninformation stehe alles, was man wissen müsse. Die spätere Nettorente und ihre Kaufkraft zu berechnen, das aber bleibt dem Versicherten überlassen. Und worauf Sie dabei achten müssen, das erklären wir Ihnen im Internet auf plus minus.